Allein im letzten Jahr habe ich 12 Kanäle über die ersten 1000 Abonnenten gebracht. Im heutigen Video zeige ich dir daher Schritt für Schritt, wie ich im Jahr 2023 einen YouTube-Kanal aufbauen würde, wenn ich nochmal komplett bei Null starten müsste. Als allerersten Schritt, bevor ich überhaupt anfange, Videos zu erstellen, würde ich mir erstmal ein klares Konzept aufbauen. YouTube ist die letzten Jahre deutlich professioneller geworden und einfach unsere Interessen zusammengewürfelt auf den Kanal schmeißen, wird nicht mehr funktionieren. Wichtig ist dabei aber, wer wirklich komplett neu anfängt und noch gar keine Ahnung hat, was er genau auf YouTube machen möchte, dem sage ich, ignoriert diesen Tipp. Ladet dann lieber erstmal 100 Videos hoch, macht das, worauf ihr Bock habt und findet heraus, was ihr wirklich machen möchtet. Aber erwartet in dieser Zeit eben auch keine großen Ergebnisse. Wer jetzt aber wirklich mit seinem Kanal 1000 Abonnenten oder noch mehr anvisiert, dem gebe ich folgende Tipps. Sucht euch erstmal ein Themengebiet, was ihr wirklich spannend findet und wo ihr euch auch vorstellen könntet, in 5 Jahren noch Videos drüber zu erstellen. Stellt euch außerdem die folgenden 3 Fragen. Was für Videos möchte ich genau erstellen? Sagt zum Beispiel nicht Gaming-Videos oder Sport-Videos, sondern sagt FIFA-Karrieremodus-Videos oder Krafttraining-Ratgeber für Anfänger. Je mehr Klarheit ihr euch selbst bei diesen Antworten schon gebt, desto besser. Zweite Frage, warum erstelle ich genau diese Videos? In diese Falle treten sehr viele Anfänger. Wenn ihr nicht wisst, warum ihr diese Videos überhaupt erstellt und dementsprechend dann auch nicht wisst, warum man diese Videos anschauen sollte, dann werden das eure Zuschauer auch nicht wissen. Dritte Frage, für wen erstelle ich meine Videos? Denn der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Zwar entstehen perfekte YouTube-Videos genau an der Grenze, wo wir genauso heiß auf unsere Videos sind wie unsere Zuschauer, aber was wir auf jeden Fall vermeiden müssen, ist egoistischer Content. Malt euch daher so genau wie möglich aus, wen ihr mit euren Videos erreichen wollt. Sind es 12- bis 15-jährige Gamer oder doch eher Mütter, die gerade ihre erste Schwangerschaft erleben? Je genauer ihr das definieren könnt, desto leichter werden euch die nächsten Schritte fallen. Kommen wir jetzt auch zum zweiten Schritt, die Kanalstrategie. Ja, sobald ich weiß, was ich machen möchte, kann ich doch anfangen, Videos hochzuladen, richtig? Falsch. Wir sind zwar kurz davor, aber noch fehlt ein wichtiger Schritt. Die Nischenanalyse. Klingt erstmal langweilig, ist aber super spannend. Denn in diesem Schritt würde ich einfach generell mal schauen, wer erstellt diese Art von Videos, die ich gerne machen möchte. Welche Kanäle sind hier aktiv und wonach suchen die Zuschauer genau? Es wäre also nichts anderes, als einfach mal ein bisschen genauer die Konkurrenz zu analysieren. Hierbei schaue ich zum Beispiel nach Mustern. Gibt es irgendwas, was auf allen Kanälen dieser Art funktioniert? Noch mehr Tipps zu diesem Thema habe ich aber auch in einem anderen Video, verlinke ich euch mal oben in der Infokarte. Schritt Nummer 3 ist das erste Video. Es ist endlich soweit. Nach den Vorbereitungen können wir unseren Kanal starten. Ich persönlich habe hierbei 2 verschiedene Ansätze, die aber beide funktionieren können. Denn eine Sache, die eigentlich noch zu den ersten beiden Schritten gehört, ist das Thema Zugriffsquellen. Auf YouTube kann man nämlich über 3 verschiedene Wege entdeckt werden. Die Startseite, die Vorschläge und die YouTube-Suche. Natürlich gibt es auch noch andere Wege, aber das sind die 3, auf die es wirklich ankommt. Dazu gibt es noch die Shorts mittlerweile, die klammern wir jetzt aber erstmal aus. Jedenfalls ist es so, dass auf YouTube knapp 70% aller Klicks aus den Empfehlungen kommen, das sind die Startseite und die Videovorschläge vereint. Circa 20% der Klicks stammen aus der YouTube-Suche, also deutlich weniger. Aber bei kleinen Kanälen ist es oft andersherum. Das liegt daran, dass die Suche deutlich weniger Konkurrenz hat, denn in der Regel konkurrieren wir nur mit den Videos, die auf genau denselben Suchbegriff optimiert wurden. Außerdem ist es auch etwas leichter, Videos für die Suche zu optimieren, weswegen es für Anfänger eine sehr gute Zugriffsquelle ist. In vielen Fällen würde ich daher meine ersten Videos nur auf die Suche optimieren, da es einfach am schnellsten geht, so neue Zuschauer zu erreichen. Wie genau man jetzt Videos für die Suche optimiert, das würde heute aber wieder den Rahmen sprengen. Ich verlinke daher mein Video dazu oben in der Infokarte. Es gibt aber auch Themenbereiche, vor allem im Unterhaltungsbereich, da geht sowas einfach nicht. Ein Beispiel dafür wäre typischer viraler Content, wie zum Beispiel eine Woche von 1 Euro am Tag leben oder das passiert, wenn eine Atombombe deine Stadt trifft. Danach sucht ja keiner und trotzdem haben diese Beispiele deutlich mehr Aufrufe, als es ein Video in der Suche jemals erreichen könnte, weil die Vorschläge und die Startseite eben eine deutlich höhere Reichweite haben. Beide Techniken haben eben also Vor- und Nachteile. Wenn ich persönlich jetzt aber einen neuen Kanal mit demselben Thema wie diesem hier starten würde, dann würde ich zu Beginn auf jeden Fall auf die Suche setzen. Schritt Nummer 4, die ersten Abonnenten bekommen. Achtung, hier machen die meisten YouTuber den ersten großen Fehler. Es kann nämlich passieren, dass unsere Videos zu Beginn erstmal gar keine Aufrufe bekommen. Und hier müssen wir dem Algorithmus erstmal Zeit geben, zu verstehen, um was es in unseren Videos geht und wen das überhaupt interessieren könnte. Weil viele YouTuber aber diese Phase hassen, teilen sie ihre Videos wie wild, fragen ihre Freunde, ob sie den Kanal abonnieren könnten oder erstellen sich sogar Fake-Accounts.
und stellen sich damit selbst ein Bein. Auch wenn es hart ist, ich würde heutzutage niemandem davon erzählen, wenn ich einen neuen Kanal erstelle. Zumindest so lange nicht, bis der Algorithmus verstanden hat, für wen meine Videos geeignet sind. Das liegt einfach auch daran, dass Freunde oder auch Fremde aus irgendwelchen YouTube-Push-Gruppen einfach nicht zu unserer Zielgruppe gehören. Erstellen wir zum Beispiel Gaming-Videos, aber unsere Videos schaut jetzt plötzlich der 38-jährige Jörg, der eigentlich nur Grillvideos guckt, oder unsere Freunde, die YouTube sonst nur zu Musik hören nutzen, dann kann das den Algorithmus mehr verwirren als alles andere. Der vierte Schritt ist daher, einfach nur wirklich Geduld zu haben und dem Prozess zu vertrauen. Genauso hat mein Kollege Benny Bär übrigens auch einen Kanal in kürzester Zeit von 0 auf 1000 Abonnenten aufgebaut. Lässt sich übrigens auch alles auf seinem Twitter-Account nachlesen, eben auch diese schwierige Phase zu begehen, wo er einfach noch gar keine Klicks bekommen hat. Schritt Nummer 5, die Video-Buckets. Habt ihr den Ausdruck noch nicht gehört? Stammt aus dem Buch von Daryl Eves, also dem, was dahinter mir steht, ist eine absolute Empfehlung von mir. Denn genau diese Video-Buckets-Strategie, die wird euch nicht nur auf 1000 Abonnenten bringen. Das ist dieselbe Strategie, die auch große Kanäle wie Legal Eagle, Dream oder eben auch MrBeast benutzen, um ihre Reichweite aufzubauen. Video-Buckets heißt ja zu Deutsch Video-Eimer und ihr könnt es euch auch tatsächlich genauso vorstellen. Video-Buckets sind wirklich verschiedene Kategorien bzw. Formate auf unserem Kanal, wo sich unsere Videos einsortieren lassen. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Abonnenten bekommen, Klicks bekommen, Geld verdienen mit YouTube, YouTube-Fehler oder auch das Thema News zu YouTube. Wenn wir uns klare Formate, also klare Buckets überlegen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer nicht nur ein Video schaut, sondern immer wieder kommt. Unsere Videos fühlen sich dann zusammengehörig an und ein Zuschauer kann außerdem binge-watchen, das heißt, er kann ein Video nach dem anderen sehen. Wichtig bei den Video-Buckets ist dabei, dass die verschiedenen Buckets thematisch schon verwandt sind. Also jeder Bucket sollte auf jeden Fall schon zum Kanalthema passen, aber die Formate sollten eben trotzdem auch eine gewisse Abwechslung mitbringen. Innerhalb eines Buckets sollten die Videos sich dann aber so ähnlich sein, dass der Zuschauer schon fast die Garantie hat, gefällt mir ein Video, dann gefallen mir die anderen auch. Ich persönlich würde gerade Anfängern empfehlen, immer auf in sich geschlossene Videos zu setzen. Das heißt, vermeidet Serien, also Videos, die man nur verstehen kann, wenn man andere Videos davor schon gesehen hat, wie zum Beispiel bei einem klassischen Let's Play. Außerdem ist es auch noch ganz wichtig, im Bucket-System immer mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Macht mal Experimente, um neue Buckets zu finden und sortiert alte Buckets auch ruhig aus, wenn sie nicht mehr funktionieren. So bewegt sich euer Kanal weiter und bleibt eben nicht auf der Stelle stehen, was leider doch sehr vielen YouTubern passiert. Schritt Nummer 6. Wiederhole, was funktioniert. Wenn wir das Bucket-System aufbauen und auch dann 3 bis 6 Monate durchziehen, dann werden wir ganz klare Muster erkennen, was funktioniert und was eben nicht. Wenn wir jetzt die 1000 Abonnenten erreichen wollen, dann ergibt es Sinn, einfach das, was funktioniert hat, immer wieder aufzugreifen. Dafür könnt ihr auch ganz einfach die Analytics nutzen. Geht zum Beispiel bei Abonnenten auf Mehranzeigen und habt im Zeitfilter seit Erstellung drin. Hier listet euch YouTube die Videos auf, die die meisten Abonnenten gewonnen haben. Und die Videos, die die meisten Klicks bekommen haben, sehen wir schon direkt auf unserem Kanal. Schritt Nummer 7, YouTube Shorts. Wer im Jahr 2023 einen YouTube-Kanal aufbauen will, der kommt um Shorts nicht herum. Zwar bin ich ganz klar der Meinung, dass jeder, der sagt, man muss Shorts machen, damit definitiv falsch liegt, aber trotzdem baue ich mittlerweile auch bei fast allen meiner Kundenkanäle Shorts ins Konzept mit ein. Shorts haben nämlich den Vorteil, dass es ihnen deutlich leichter gelingt, neue Zuschauer zu erreichen. Natürlich liegt das auch ein wenig an der Natur der Kurzvideos, dafür werden ja zum Beispiel auch deutlich weniger Zuschauer zu Abonnenten. Und auch beim Geldverdienen haben Shorts noch einige Nachteile. Für den Aufbau eines Kanals sind sie aber eben vor allem wegen dieser Fähigkeit, neue Zuschauer zu erreichen, sehr interessant. Auf meinem Kanal teste ich jetzt ja auch seit Dezember die Shorts und muss sagen, wenn ich einen neuen Kanal starten würde, würde ich recht ähnlich vorgehen. Sprich, Shorts und lange Videos mischen. Eine klare Empfehlung, was die Menge angeht, gibt es bei mir persönlich dann nicht, aber ich würde auf jeden Fall schon mindestens einen Short die Woche hochladen. Schritt Nummer 8, die ersten 1000 Abonnenten bekommen. Wenn wir jetzt ein klares Konzept haben, eine klare Strategie und auch genug Geduld mitbringen, dann ist dieser Schritt wirklich nur eine Frage der Zeit. Natürlich gibt es aber noch einige Möglichkeiten, wie wir diesen Prozess verschnellern können, und dafür habe ich auch noch einige Tipps mitgebracht. Erstens, verzichtet auf den Call to Action zum Abonnieren. Nicht komplett, aber am Ende des Videos. Denn das wichtigste Ziel sollte im Jahr 2023 immer sein, den Zuschauer dazu zu bringen, noch ein weiteres Video zu schauen. Den Nutzer zum Abonnieren auffordern, das kann man auch mittendrin im Video machen. In diesem Sinne, wenn es euch bis hierhin gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Bitte achtet aber auch darauf, den Call to Action am besten nicht im ersten Drittel einzusetzen und am besten auch erst dann damit zu arbeiten,
wenn ihr dem Zuschauer auch schon irgendwas geboten habt. Denn nur so ist es wirklich effektiv und bringt euch neue Abonnenten. Zweitens, verlinkt auch weitere Videos. Damit, wie eben gesagt, Zuschauer auch noch weitere Videos schauen können, gibt YouTube uns gleich mehrere Tools mit an die Hand. Am wichtigsten ist dabei der Abspann, den man die letzten 20 Sekunden lang nutzen kann. Sagt in diesem Zeitraum auch, warum der Zuschauer ein weiteres Video schauen sollte und sucht am besten auch eins aus, was ihr von vornherein verlinken wollt und macht die Zuschauer heiß auf dieses Video. Seid dabei auch überzeugend, also nicht so ein, ja, hier ist noch ein weiteres Video, das könnt ihr gucken, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Sondern macht dem Zuschauer klar, warum das Video wichtig, hilfreich oder einfach unterhaltsam ist. Der dritte und auf jeden Fall auch wichtigste Tipp für die 1000 Abonnenten ist aber der folgende. Sucht euch keine Abkürzung, sondern steckt die Arbeit rein. Nur knapp 10% aller YouTube-Kanäle erreichen jemals die 1000 Abonnenten. Das ist alles andere als einfach. In diesem Video habt ihr jetzt aber alles bekommen, was ihr dafür braucht. Aber wenn ihr immer noch Probleme habt, habe ich noch ein Angebot für euch. In meinen Coachings gehe ich diesen gesamten Prozess mit euch gemeinsam durch. Natürlich noch viel, viel genauer und auch genau optimiert auf euren Kanal. Wenn ihr also Schwierigkeiten damit habt, das Wissen auch wirklich für euren speziellen Fall anzuwenden, dann meldet euch gerne bei mir. Das Kennenlerngespräch ist kostenlos und unverbindlich. Der Link zu meiner Website ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt nach den ersten 1000 Abonnenten aber noch hungrig seid und mehr wollt, in diesem Video hier habe ich meinen Weg zu den ersten 10.000 Abonnenten erklärt. Schaut das Video als nächstes an, viel Spaß damit und ciao!